Hoch im Norden der Bundesrepublik, nahe der dänischen Grenze, liegt die nordfriesische Ortschaft Neukirchen, Heimat eines kleinen Schulzentrums mit Grund- und Gemeinschaftsschule für ca. 350 Schülerinnen und Schüler, das alle Voraussetzungen für eine fundierte und breit gefächerte Ausbildung ihres Kindes erfüllt. Die Schule trägt einen berühmten Namen: Emil-Nolde-Schule. Moin Moin, mein Name ist Petra Christiansen und ich bin die Schulleiterin der Emil-Nolde-Schule in Neukirchen. An unserer Grund- und Gemeinschaftsschule heißen wir alle recht herzlich willkommen. Wir bieten ein abwechslungsreiches und zeitgemäßes Bildungsangebot und bereiten alle Schülerinnen und Schüler auf jeden Abschluss vom ersten allgemeinbildenden Abschluss bis zum Abitur vor. Wir unterrichten zukunftsorientiert mit modernen Inhalten und Methoden und reagieren sehr flexibel auf die Anforderungen unserer Schülerinnen und Schüler. Sehr gerne lade ich Sie ein, uns einmal kennenzulernen. Nach den Sommerferien starten die Schülerinnen und Schüler der beiden neuen fünften Klassen mit einer Kennenlernwoche. Dazu gehören auch Besuche außerschulischer Lernorte wie die Malschule in der Nolde-Stiftung Seebühl. Nachdem die letzten Vorbereitungen getroffen sind, geht es an die großen Werke. Neue und alte Freundschaften werden beim gemeinsamen Malen vertieft und die eine oder andere neue Technik entdeckt und weiterentwickelt. Am Ende stehen sehenswerte Exponate, die einen eher zart, die anderen farbenfroh, auf alle Fälle gelungen. Im Klettergarten in Leck ist nicht nur Fitness, sondern auch Mut gefragt. Aber zunächst Sicherheit geht vor. Dann noch die Alles-klar-Pose und hinein ins Abenteuer. Hier geht es nur im Team in die Höhe. Unterstützung geben und annehmen lernen, Vertrauen aufbauen und Selbstbewusstsein stärken. Der Unterricht außer Haus wird durch das fahrende Klassenzimmer finanziert. Ein Projekt, das durch die Unterstützung mehrerer Stiftungen möglich ist, sodass für Eltern weder Fahrkosten noch Eintrittspreise anfallen. Einige Monate später sehen wir die fünften Klassen in der Mathematikstunde. Die Klassengemeinschaft ist zusammengewachsen und hat sich sinnvolle Regeln gegeben. Wie man sieht, kommt auch der Spaß am Lernen nicht zu kurz. Eine Folge von kurzen, unterschiedlichen Aufgabenstellungen vertieft den erlernten Stoff, beispielsweise mit dem Mathematikpuzzle. Und wenn es mal ein wenig klemmt, ist auch individuelle Hilfe in Sicht. Heute auch im Programm: Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Handwerkszeug für den späteren Umgang mit dem Taschenrechner. Ein paar Räume weiter hat sich die Klasse zum Start der Englischstunde gruppiert. Wie fast immer beginnt die Stunde mit einem speziellen Warming-up. Zu vorgegebenen Themen sollen in den Gruppen Gedanken auf Englisch ausgetauscht werden. Hierzu müssen die Lernenden nicht nur erlernte Vokabeln anwenden, sondern, wie in der Realität, der Thematik des Gesprächsverlaufs aktiv folgen. Das schulische Sprungbrett in die technische Berufswelt sind die sogenannten MINT-Fächer. Heute geht es in Physik um den elektrischen Strom und dessen Wirkung. Weil die Spannung herabgesetzt wird, wird die Stromstärke, die das Gerät liefern kann, ganz stark heraufgesetzt. Grau ist alle Theorie, deshalb selbst ist der Schüler von heute. Ein Versuchsaufbau ist schnell erstellt und dann jagen die Elektronen schon durch den Widerstandsdraht. So kommt das Licht in die Glühlampe. Doch zu viel des Guten kann auch brandgefährlich sein, wie man hier eindrucksvoll an einem Bleistiftexperiment sieht. Lernziel erreicht. Ergänzend zum klassischen Fachunterricht werden an der Emil-Nolde-Schule Werkstätten, Kurse und Wahlpflichtunterrichte angeboten. In Lernwerkstätten erarbeiten die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse eigenständig Themen in handlungsorientierten Projekten. In der Kreativwerkstatt kann die Lerngruppe ihre kreativen Fähigkeiten erweitern oder auch neue Fähigkeiten entdecken. In der Methodenwerkstatt werden in jeder Klasse in kleinen Projekten Methoden vermittelt, wie beispielsweise Plakate erstellen, einen Vortrag halten oder Rollenspiele, die allen Fächern zugutekommen.
Im Wahlpflichtunterricht kann man zwischen der zweiten Fremdsprache Dänisch und drei weiteren Kursangeboten wählen. Der Schulchor ist ein freiwilliges Angebot an alle Interessenten ab Klassenstufe 4. Hier wird gerade eine angewandte Datenverarbeitung aus der Methodenwerkstatt vorbereitet. Neben Word, PowerPoint und anderen Präsentationstechniken wird auch gelehrt, wie die Schüler einen Trickfilm, zu Neudeutsch Stop Motion, erstellen. Nachdem die Trickfilmkulisse positioniert ist, werden kleine Bewegungen Schritt für Schritt aufgenommen. Na bitte. Das Erstellen von Trickfilmen ist nicht nur Spielerei, sondern Mittel zum Zweck. Den Beweis erbringt die 10. Klasse im Biologieunterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht nur das erlernte Thema beherrschen, sondern sinnvoll unter Anwendung der erlernten Technik visuell umsetzen. Hier ein kleiner Ausschnitt des fertigen Films. Würde ich mal sagen, wir fangen sofort einfach mal an. Das ist Tim, er ist 23 Jahre alt. Und das ist seine Freundin Tanja, sie ist ebenfalls 23 Jahre alt. Tim und Tanja wünschen sich ein Baby. In der Prophase 1 besteht die Keimzelle noch aus 46 ganzen Chromosomen. Dann geht es weiter in der Metaphase 1. Die Informatikstunde im Wahlpflichtkurs zeigt uns, wie man mit dem Einsatz elektrischer Energie und Logik die digitale Welt verstehen lernt. Anhand eines Experimentierboards und einer Software lernen die Schülerinnen und Schüler das Prinzip der Programmierung von Calliope. Der Einstieg ist geschafft. Natürlich darf an der Emil-Nolde-Schule die Sprache unserer Nachbarn nicht fehlen, die im Wahlpflichtunterricht erlernt wird. Insbesondere der mündliche Sprachgebrauch wird vermittelt, denn wer Dänisch spricht, hat später im Berufsleben in der Grenzregion einen klaren Vorteil. Zwei Assistentinnen führen zu Beginn der Stunde die Klasse mit Impulssätzen und Worten in den Dänischkurs ein. Interkulturelles Lernen hat an der Emil-Nolde-Schule große Bedeutung. Jeg har tysk i anden time om fredag. Kennt man die Sitten und Gebräuche anderer Länder, ist der Weg zur eigenen Kultur und Identifikation nicht mehr weit. Wer jetzt glaubt, an dieser Schule ist Sport ein Fremdwort, der soll eines Besseren belehrt werden. Bei bestem nordfriesischem Wetter wird sich individuell auf den Lauftag vorbereitet. Dann geht es schon los. Hier lautet die Devise: Durchhalten. Bis zu 60 Minuten Dauerlauf. Jeder in seinem Tempo ist das Ziel. Ob flink oder kraftvoll, jeder wie er kann. Und Sportfeste feiern wir, wie sie fallen. Mila, super. Du schon wieder hier? Ja. Ständig in Bewegung und doch ganz unterschiedlich gestaltet sich das reichhaltige Angebot im Bereich der darstellenden Künste für die Schülerinnen und Schüler. Musik, Kult, Kultur und Theater bereichern das vielschichtige Programm der Emil-Nolde-Schule. Nicht nur in den Kreativwerkstätten, sondern auch im Wahlpflichtunterricht oder in den Wahlpflichtkursen können die Schülerinnen und Schüler ihre Neigungen und Fähigkeiten kennenlernen und vertiefen. Auf anspruchsvolle Weise setzen sich die Jugendlichen mit aktuellen Themen wie Umweltverschmutzung auseinander und leisten auch gleich einen praktischen Beitrag. Uns ist uns aufgefallen, dass in den Klassenräumen sehr viele Pfandflaschen weggeworfen werden.
Wir haben uns dazu entschlossen, eine Pfandbox aufzustellen, wo diese gelagert werden können. Und vom Erlös des Pfandgeldes wollen wir unseren Schulhof verschönern. Hallo, mein Name ist Michael Kiel, ich bin 45 Jahre alt und Elternvertreter an der Emil-Neude-Schule in Neukirchen. Drei meiner Kinder gehen hier zur Schule. Wir haben uns extra für diese Schule entschieden, weil wir sehr begeistert sind von dem breit gefächerten individuellen Unterrichtsangebot, was hier die Schule unseren Kindern anbietet. In den Projektwochen können die Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen erkennen oder vertiefen. Alle zwei Jahre findet Noldavia statt, in der die ganze Schule zu einem Dorf mit vielen Produktionsbetrieben wird. Während die höheren Jahrgänge die Leitung der Betriebe übernehmen, verdingen sich die Jüngeren als Gesellen oder Lehrlinge. Alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merk ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Moin, mein Name ist Doreen Schweigert, ich bin seit über 10 Jahren hier Elternvertreter. Die Elternarbeit an dieser Schule zwischen Eltern und Lehrern wird sehr groß geschrieben. Besonders hervorheben möchte ich die Sozialarbeit, die zwischen den Schülern, Eltern und Lehrern besonders erfolgreich und individuell geleistet wird. Die Emil-Nolde-Schule hat sich Regeln für ein soziales Miteinander gegeben, die sich in der Konfliktkultur widerspiegeln. Praxisunterstützung bietet dabei die Schulsozialarbeit, die seit 2009 für Schülerinnen und Schüler aller Klassen Hilfestellung und Beratung in besonderen Lebens- und Konfliktsituationen bereithält. Dabei werden die Eltern und Lehrkräfte vermittelnd und beratend mit einbezogen. Einer der wesentlichen Punkte ist die Stärkung der Klassengemeinschaft. Über den Kummerkasten finden die Schülerinnen und Schüler den Einstieg, ihre Probleme anzusprechen. Das Förderkonzept Lernbüro sieht diesen Raum als beständigen Ort für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an. Heute ist Montag. Nach einem Erzählkreis über das Wochenende findet eine Arbeitsphase statt, die durch Methodenwechsel und eng betreute Arbeitsintervalle geprägt ist. Zur Unterstützung steht den Sonderpädagogen ein vielfältiges Materialangebot zur Verfügung. Am Ende stehen eine Reflexionsrunde und zum Ausklang ein Spiel. Man steckt da seinen Arm rein in den Pullover oder ins T-Shirt. Beim T-Shirt ist er ein bisschen kürzer und beim Pullover ist er länger. Jacken haben wir. Oh, super. Eine weitere wichtige Säule im Betreuungskonzept der Emil-Nolde-Schule ist die offene Ganztagsschule. Ich bin Denise Würz und koordiniere die Nachmittagsbetreuung, sprich OGS, an unserer Schule. Der Träger der OGS ist der gemeinnützige Verein für Jugenderholung e.V. in Niebüll. Unser Betreuungsangebot umfasst die Frühbetreuung von 7 bis 8 Uhr und nach Unterrichtsschluss bis 15.30 Uhr. In dieser Zeit können die Schüler und Schülerinnen ihre Hausaufgaben betreut erledigen, Mittagessen, einen Kurs besuchen oder einfach nur mit Freunden zusammen sein. Alles Wissenswerte finden Sie in unserem Programmheft. In den angebotenen Kursen ist für jeden etwas dabei. Im Videokurs wird die selbstgeschriebene Story zum Thema Gut gegen Böse verfilmt. Was soll ich jetzt mal machen? Mit Fantasie und erkennbarem schauspielerischem Potenzial stellt sich der Erfolg ein. Mach es sofort! Puff! Ein Kurs widmet sich dem Erstellen der Schülerzeitung Wattenblatt. Hallenfußball, das Erkunden der Natur, Basteln. Alles rund um die Küche stehen im Angebot oder man kann einfach in den Nachmittag hineinspielen. Selbstverständlich führt die Emil-Nolde-Schule ihre Schülerinnen und Schüler nicht nur bis zum Schulabschluss. Darüber hinaus wird der Übergang zum Abitur
oder in einer Ausbildung begleitet. Partnerschaften mit dem beruflichen Gymnasium und verschiedenen Wirtschaftsbetrieben wurden zur Nachwuchsförderung und zur Verbesserung der Ausbildungsreife geschlossen. Zum Beispiel mit dem Pflegeheim Nispuck in Klangsbüll. Hier engagieren sich Schülerinnen und Schüler in einem Lernen durch Engagement-Projekt und lernen dabei die Pflegeberufe kennen. Tue Gutes und lerne dabei. Zur Praxisorientierung sind neben den Berufspraktika die Besuche der Berufsausbildungswerkstatt fester Bestandteil der schulischen Ausbildung. Hallo, mein Name ist Ose und an dieser Schule mag ich so gerne, dass wir hier eine super Klassengemeinschaft haben und dass ich hier meine Freunde habe. Hallo, mein Name ist Len und was ich an dieser Schule so mag, ist, dass die Lehrer nicht zu streng sind. Handlungsorientiertes Lernen in Projekten, Persönlichkeitsbildung, soziales und demokratisches Denken für ein selbstbestimmtes Miteinander. Viele gute Gründe, die für den Besuch der Emil-Nolde-Schule sprechen. Sind Sie neugierig geworden? Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Homepage oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir sehen uns. Moin Moin. Wie sie ist. We see us.